Jo, hallo und guten Morgen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Es ist wieder mal Zeit für ein Walkthrough-Video. Es ist wieder mal Zeit, eine Studie sich anzugucken. Ich habe heute für euch rausgesucht, und zwar eine Studie von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die angegliedert ist an der NOW GmbH, jetzt seit gestern eingesetzt worden. Und gestern ist ein Thesenpapier veröffentlicht worden mit dem Titel Einfach laden. Und dieses Thesenpapier beschreibt die sogenannte User Journey, beziehungsweise so, wie die User Journey denn mal sein soll. Das heißt also, wie komme ich als Kunde sozusagen am einfachsten, am besten, am komfortabelsten zu meiner Ladung meines Elektroautos. Für dieses Thesenpapier wurden 124 Personen befragt, die Thesen ausgewertet und einen Ausblick gegeben auf die Situation, wie sie denn dann spätestens 2022 sein soll. Ich möchte euch kurz mitnehmen auf diesem Walkthrough durch dieses Thesenpapier. Lasst uns einfach mal loslegen. Ich habe es hier jetzt schon mal aufgemacht. So sieht es aus. Das Ganze ist recht nett gestaltet mit bunten Bildern. Sieht irgendwie ganz lustig aus. Ist man von deutschen Thesenpapieren und Studien irgendwie gar nicht gewohnt, dass man hier in einer solch farbenfrohen und netten Weise so ein Thesenpapier eröffnet. Lasst uns gleich mal reinspringen, und zwar auf die Seite 11. Auf der Seite 11 sind die einzelnen Thesen, die neuen Thesen, durch die ich euch jetzt gleich mit durchführen werde, mal aufgelistet. Ihr seht also hier vom Ladepunkt suchen, Punkt 2, Ladepunkt reservieren, bis insgesamt zum Ladeerlebnis hat man also 9 Thesen hier aufgestellt und die User befragt, wie es denn im Moment ist und wie man es sich vorstellt. Und ich stelle euch das jetzt mal vor und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr euch darin wiederfindet, beziehungsweise was ihr dazu sagt. Und dann vergesst bitte nicht unbedingt, uns auch einen Kommentar zu hinterlassen, damit wir einfach mal eure Meinung dazu erfahren. Los geht's mit der These Nummer 1, und zwar Ladepunkt suchen. Damit beginnt irgendwie jeder Ladevorgang. Und gerade wenn ich Neuling bin im Bereich Elektromobilität, ist immer die erste Frage natürlich, wie finde ich denn eigentlich, wo ich laden kann? Und ihr wisst das sicherlich, da benutzt man nun im Moment zumindest noch verschiedene Medien, zum Beispiel ein Smartphone, zum Beispiel ein Tablet, zu Hause den Computer oder vielleicht auch das im Fahrzeug eingebaute Navigationssystem. Und das Problem, was sich dann dabei ergibt, ist häufig heute noch, dass nämlich die Ladepunkte, die es gibt, nicht alle immer in allen Verzeichnissen aufzufinden sind. Ja, das heißt, man muss gegebenenfalls vielleicht 2 oder vielleicht sogar 3 Apps oder Anwendungen verwenden, um alle Ladestationen zu finden, die in meiner Nähe sind. Fehlen tut auch häufig eine verlässliche Angabe über den Belegungszustand, über die Verfügbarkeit und über die detaillierten Informationen zum Preis des Ladevorgangs dort vor Ort. Das ist einfach ein Ärgernis, das muss aufhören, das wisst ihr, das kennt ihr, darüber reden wir seit Jahren und Monaten. Das muss beendet werden. Ganz wichtiger Punkt, um eine Ladestation auszusuchen, ist ja nicht nur, dass es sie gibt und dass sie verfügbar ist, sondern natürlich, was kann ich dort machen während der Ladung, also die Aufenthaltsqualität und natürlich auch die günstigen Ladekosten. Und die Personen, die an dieser Befragung teilgenommen haben, haben gesagt, sie präferieren Ladestationen, bei denen ich am Aufenthaltsort etwas machen kann, zum Beispiel einkaufen. Und an zweiter Stelle folgt dann erst die Präferenz auf den günstigen Preis. Also der Punkt, was kann ich wo machen und wie finde ich die Ladestation, ist ganz, ganz wichtig. Und das endet dann in der These für das Jahr 2025. Ich hole die hier mal hoch, nämlich Nutzerinnen und Nutzer im Jahr 2025 möchten gerne automatisiert individuelle Vorschläge und Hinweise haben, wo ich als nächstes laden kann. Und sie möchten nicht mehr aktiv nach Standorten suchen. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass in Zukunft also das Fahrzeug oder meine App mir bereits, wenn ich unterwegs bin, wenn ich eine Route geplant habe, sagt, hier könntest du laden, da könntest du laden und mir auf Tipp am Bildschirm vielleicht auch zeigt, was kann ich denn da in der Zeit eigentlich machen. Technisch ist das kein Problem. Es gibt zu allen Thesen, ich überspringe das immer, die sogenannten technologischen Trends. Also das sind Hinweise darauf, wie kommt man dazu, das zu ermöglichen. Und braucht man sich nicht im Einzelnen anzugucken in dieser Studie, denn überall wird eigentlich gesagt, das lässt sich technisch umsetzen. Man muss es halt einfach nur machen. These Nummer 2.
Ich roll mal zur These Nummer zwei, ist das Reservieren von Ladepunkten, was auch gewünscht wird und was ja heute noch wirklich eine Seltenheit ist, dass man sich Ladepunkte reservieren kann. Das ist also noch lange nicht flächendeckend etabliert, wird natürlich immer wichtiger werden, je mehr E-Fahrzeuge unterwegs sind und natürlich auch für Langstreckenfahrten, bei denen ich eben keine Lust habe, ewig darauf zu warten, dass irgendwo mal eine Ladestation frei wird. Das heißt also, das Reservieren wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und neben der Reservierung ist natürlich auch das Auffinden der reservierten Ladepunkte ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Da kommen wir nachher nochmal drüber. Es wird auch hier in die gegenwärtige Situation so beschrieben, dass eben die wenigsten Ladestationen tatsächlich automatisierte Parksensoren haben, sodass also die Verfügbarkeit, steht dort ein Auto oder nicht, wird die Ladestation blockiert oder nicht, also nicht immer gegeben ist. Und damit ohne diese Prüfung der Verfügbarkeit lässt sich eben auch eine Reservierung eigentlich nicht vornehmen. Außerdem ist klar, dass ohne ein zuverlässiges Reservierungssystem und ohne ein zuverlässiges Prüfsystem, ob Fahrzeuge auf einem Ladepunkt stehen oder nicht, natürlich es zu Problemen kommen kann. Stichwort Blockierung durch Verbrenner zum Beispiel oder eben nicht ladende Elektrofahrzeuge. Das ist hier auch nochmal deutlich aufgeführt. Das heißt, es wird also auch in Zukunft wahrscheinlich zu einer sehr konsequenten Ahndung von Falschparkern kommen müssen. Die Parksensoren können dabei aber natürlich helfen, wenn ein Betreiber einer Ladestation feststellt, da steht jemand an meiner Ladestation, der Sensor zeigt das an, aber da wird nicht geladen, der ist nicht mal angeschlossen. Dann kann ich im Prinzip sofort jemanden, am besten gleich den Abschleppwagen, hinschicken. Also These 2025, Ladestationen sollten im Jahr 2025 vorab zu reservieren sein, vielleicht sogar automatisch zu reservieren sein während einer Fahrt, dass das automatisch passiert und ich als Nutzer möchte mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Ladepunkt verfügbar ist oder nicht. So wie es heute beim Tanken ist, da weiß ich einfach, ich fahre dahin und ich muss im schlimmsten Fall eben mal vielleicht eine Minute oder zwei warten. In der Regel muss ich überhaupt nicht warten. So, dieser Komfort, dieser Convenience, der soll natürlich beim elektrischen Laden genauso funktionieren, ist gar keine Frage. Nächster Punkt, nächste These zum Ladepunkt navigieren und das ist eigentlich wirklich eine Sache, die echt wichtig ist, nämlich wie komme ich überhaupt zu meinem Ladepunkt hin? Hier brauche ich natürlich entsprechende Informationen im Navigationssystem und in den Lade-Apps, die ich benutze. Man hat festgestellt, dass im Moment auch Nutzerinnen und Nutzer die Navigationssysteme in den Fahrzeugen wesentlich seltener nutzen als Lade-Apps. Geht mir genauso. Ich verlasse mich lieber auf eine Lade-App als darauf, dass mir mein Fahrzeughersteller die aktuellen Daten ins Fahrzeug liefert. Das ist nämlich häufig einfach nicht der Fall. Da sind die Lade-Apps einfach besser. Wo suchst du und findest du normalerweise den Standort einer Ladestation? Auch hier zeigen die 124 Befragten das gleiche Bild, nämlich mit der Lade-App bzw. mit einer öffentlich verfügbaren Webseite und nur 6% zum Beispiel, ich habe es hier unten mal mit einem Pfeil versehen, benutzen ihr Fahrzeugnavigationssystem oder blenden sich die Navigations-App im Fahrzeugdisplay ein, also ganz klarer Fokus auf der Lade-App. Und die These für 2025 heißt dann ganz einfach, das Auffinden von Ladefahrzeugen auf meiner Strecke, das muss mir von dem Navigationssystem, von der Lade-App übernommen werden und gleichzeitig soll eine möglichst zeit- und kostenoptimierte Route geplant werden, sodass ich halt optimal ans Ziel komme und möglichst wenig Zeit verplempere, um Ladestationen aufzufinden oder überhaupt Ladungen zu planen. Eigentlich ja alles bisher nichts Neues. These 4 finde ich auch ganz spannend, nämlich den Ladepunkt vor Ort finden. Wer kennt das nicht? In jeder Gemeinde sind die Ladeorte, die Ladepunkte anders beschildert. Mal gibt es Hinweise, mal nicht. Mal steht eine Zeitbeschränkung dran, mal nicht. Das ist also ein heilloses Durcheinander. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir deutschlandweit zu einer einheitlichen Beschilderung kommen. Wir haben auch schon oft darüber berichtet, dass wirklich jede Kommune, jede Gemeinde, jede Stadt ihr eigenes Süppchen macht. Und zum Teil gleiche Schilder auch noch unterschiedlich ausgelegt werden in unterschiedlichen Kommunen. Das ist klar, hier fehlt eine Einheitlichkeit, die muss schnellstmöglich hergestellt werden durch eine, wie gesagt, einheitliche Beschilderung und Markierung.
Es kann nicht sein, dass Ladeplätze auf der Straße mal markiert sind, mal nicht, mal in grün, mal in blau, mal mit Symbol, mal ohne. Wer soll sich denn da eigentlich durchfinden? Stellt euch mal vor, wir hätten für das Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren in jeder Kommune andere Schilder mit anderen Farben, mal gelb, mal blau, mal rot. Da würde kein Mensch mehr durchsteigen. Es ist eigentlich eine Zumutung, was uns hier zugemutet wird. Schön finde ich, dass hier in diesem Thesenpapier auch mal auf die Parkrichtung eingegangen wird, nämlich dass man sich dann auch verdammt nochmal darauf einigt, die Positionierung von Ladesäule zu Stellplätzen mal zu vereinheitlichen, damit man da also auch kein Problem hat, sein Auto anzuschließen, weil das Kabel vielleicht zu kurz sein könnte. These 2025 aus diesem Punkt ist also, reservierte Ladeplätze müssen durch eine einheitliche Beschilderung leicht aufzufinden sein. Punkt Nummer 5, den Ladevorgang starten. Ihr wisst, wie das heute ist, einen Ladevorgang zu starten. Das sollte man sich am besten immer vorher mal angucken, wenn man an eine Ladestation kommt, um das mal lernen, wie das geht. Das ist natürlich auch eine Sache, die eigentlich gar nicht geht. Das muss überall immer gleich funktionieren, transparent und schnell sein, sodass das also auch bei schlechter Witterung, bei Regen, bei Dunkelheit, bei Wind, bei Sturm, bei Schnee einfach eine Sache von wenigen Sekunden ist, einen Ladevorgang zu starten. Das ist heute leider noch nicht der Fall. Ad-hoc-Laden ist ja vorgeschrieben inzwischen, funktioniert aber auch bei den unterschiedlichen Ladesäulenbetreibern teilweise auf unterschiedliche Art und Weise. Dann muss ich manchmal vorher noch ein Kundenkonto anlegen, wo ich sage, so, was soll das? Beim vertragsbasierten Laden habe ich auch Probleme, nämlich dass zum Beispiel an dieser oder jener Ladestation nur gerade mein Vertrag nicht akzeptiert wird. Das ist natürlich auch blöd. Also das muss auch vereinheitlicht werden. Die Handhabung muss intuitiv stattfinden und es darf vor allem zum Teil nicht mehrere Minuten dauern, bis ein Ladevorgang startet. Das haben wir nämlich leider auch. Ja? Hier steht nochmal, Fahrstromvertrag wird eben leider nicht bei jedem Ladevorgang akzeptiert. Das kann nicht sein. Also das muss auch definitiv sich verändert werden. Hier steht auch nochmal ganz klar, Ladestationen müssen zum Beispiel auch bei schlechter Witterung, bei Dunkelheit einfach und wirklich problemlos zu benutzen sein. Jede Tankstelle hat eine Überdachung. Ich kenne keine Tankstelle, wo die Zapfsäule irgendwie frei steht. Und in Deutschland gibt es so ziemlich keine Ladestationen, von einigen ganz wenigen abgesehen, wo mal ein Dach drüber ist. Also das kann ja eigentlich nicht sein. Ja. So, auch das ist natürlich alles möglich. Hier wird nochmal bei den technologischen Trends auf die ISO 15118 hingewiesen. Habe ich mir mal hier angemarkert, um euch darauf nochmal hinzuweisen. Auch darüber haben wir schon Videos gemacht und haben öfters darüber gesprochen. Es wird Zeit, dass das eingeführt wird, denn die ISO 15118 ist ein technologischer Standard, mit der sozusagen die Kommunikation zwischen Auto und Ladestation wesentlich verbessert und erweitert wird. So, die nächste These, wir sind dann jetzt schon bei der These Nummer 6, ist nämlich der Ladevorgang selber. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich die voraussichtliche Ladedauer und die voraussichtlichen Ladekosten. Auch das ist ein Thema, über das nicht nur wir, sondern alle schon uns x-mal ausgelassen haben, dass es nicht sein kann, dass ich nicht vor einer Ladung nicht weiß, was es kostet. Ich möchte natürlich auch einigermaßen darüber informiert werden, wie lange wird denn der Ladevorgang höchstwahrscheinlich dauern. Es fehlen einfach auch die Informationen zu möglichen Ladeabbrüchen, woran es gelegen hat. Ich möchte auch wissen, wie viel Energie ist abgegeben worden, wie viel wird gerade abgegeben worden. Ich möchte das alles standardisiert, dokumentiert, einfach am Ladeende dann auch einsehen können. Das werde ich sicherlich nicht jedes Mal machen, aber für bestimmte Anwender wird es sehr wichtig sein. Flotten zum Beispiel, Dienstfahrzeugbesitzer. Für mich als Privatanwender ist das vielleicht nicht unbedingt nötig, jedes Mal ein Protokoll zu bekommen, aber das kann man automatisiert anlegen und dann kriegt man das hinterher aufs Handy, in die App gebeamt, wohin auch immer. Also das heißt, eine verlässliche Prognose über Ladedauer, wobei ich natürlich weiß, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber vor allem auch Ladeleistung und die Kosten des Ladevorgangs, die müssen endlich vor einer Ladung transparent dargestellt werden. Das haben wir x-mal besprochen, es wird Zeit, dass das endlich umgesetzt wird. Heute hat so gut wie jede Ladesäule ein Display, da kann man sowas anzeigen, beziehungsweise im Handy geht das natürlich auch. Ladevorgang bezahlen, klar, das Bezahlen der Ladevorgänge ist heute auch noch ein kleineres Durcheinander. Ich muss also meistens in meiner Lade-App zum Beispiel vorher die Bezahlmedien hinterlegen. Auch das soll vor allem mit mehr Transparenz versehen werden. Ich möchte den Endpreis auf dem Display angezeigt bekommen. Das ist klar, das ist also sehr ähnlich wie bei der vorhergehenden These. Und was hier eben auch bemängelt wird, ist, dass zum Teil sogar bei Ad-Hoc-Ladevorgängen erst ein Benutzerkonto angelegt werden muss. Und das hat ja nun mit Ad-Hoc überhaupt nichts mehr zu tun. Wie gesagt, der Preis soll ersichtlich sein, haben wir jetzt schon mehrfach
angesprochen. Ja, wie ist eigentlich, was nutzt man eigentlich an den öffentlichen Ladestationen zur Direktbezahlung im Moment am häufigsten? Das sind halt die App der Ladestationsbetreiber. Das ist klar, beim Ad-Hoc-Laden gehe ich auf das Angebot des Ladestationsbetreibers beziehungsweise auf die vorhandenen Kartenlesegeräte. Und hier wäre natürlich die Nutzung der Girokarte natürlich eine sehr, sehr starke Vereinfachung, denn die hat ja so gut wie jeder, ich weiß nicht jeder, aber die hat so gut wie jeder, besser auch als eine Kreditkarte, weil die haben dann noch weniger Leute. Also entweder mit der App des Ladestationsbetreibers oder mit einer vorhandenen Bezahlkarte wie Giro, mit der Girocard ist es doch eigentlich am einfachsten zu machen, sollte sich doch wirklich umsetzen lassen. Ja, also These 2025 bitte, wir wollen einen transparenten Bezahlprozess haben. Am besten sogar einen Bezahlprozess mit Plug and Charge. Das heißt, ich hinterlege zum Beispiel im Auto eine Information, wie bezahlt wird. Das Auto wird angesteckt und dann kann die Sache auch schon losgehen, ohne dass ich da irgendwie viel machen muss. Hier wird noch NFC-Technologie angesprochen. Mein persönlicher Favorit wäre ja, dass ich einfach in meinem Auto hinterlege, wie die Ladung bezahlt wird. Und dann wird über die ISO 15118 die ganze Sache auch entsprechend identifiziert und der Bezahlvorgang dann auch entsprechend ausgelöst. These Nummer 8, den Support kontaktieren. Wer hat nicht schon mal vor der Ladestation gestanden und hat sich gefragt, verdammt, wie kriege ich Hilfe, hier geht was nicht oder ich steige nicht durch. Ihr wisst, wie das ist. Am Wochenende erreicht man häufig niemanden. Wenn man jemanden erreicht, heißt es ja, ich habe keine Ahnung, ich muss sie erstmal durchstellen, dann steht man da. Das sind alles Dinge, die nicht akzeptabel sind. Wenn jemand von mir Geld möchte und ich auch bereit bin, Geld zu bezahlen, dann möchte ich einen vernünftigen Support haben. Das erwarten wir bei allen Dingen, nicht nur beim Laden, sondern bei Service für alle möglichen Dinge möchte ich natürlich eine Hotline haben. Ich persönlich hasse ja Sprachcomputer. Ich möchte am liebsten sofort mit jemandem sprechen. Problematisch ist eben, dass zum Teil die Rollenverteilung, so wie es hier steht, zwischen dem Fahrstromanbieter und den Nutzerinnen und Nutzern und dem Betreiber der Ladestation nicht eindeutig geklärt ist oder es sind einfach zu viele daran beteiligt. Derjenige, der die Station gebaut hat, derjenige, der mich abrechnet und ich selber, das sind drei Leute beteiligt. Und dann kann es sein, dass das Service Center, das ich anrufe, sagt, ja, das liegt nicht an uns, das liegt an Ihrem Fahrstromanbieter, dann muss ich bei dem anrufen, das geht alles überhaupt gar nicht. Also das muss definitiv vereinfacht werden, das muss ganz klar geklärt werden, dass wenn da eine Hotline-Nummer steht, ich dort, wo ich anrufe, auch eine Auskunft bekomme. Und zwar völlig egal. Mir ist es als Nutzer doch komplett egal, ob ich mit dem Ladesäulenbetreiber oder dem Fahrstromabrechner telefoniere. Ich möchte auch nicht erst in meiner App nachgucken müssen, wo muss ich denn da anrufen, sondern da muss eine Nummer stehen, am besten einheitlich gekennzeichnet, am besten direkt unter dem Display oder unter dem Ladeanschluss, damit ich weiß, wo ich mich zu melden habe. Macht's uns doch bitte mal einfach. Ja? Wie meldest du, hier ist abgefragt worden, wie meldest du Probleme an der Ladestation? Hier steht's ja auch über die Hotline an der Ladestation, das ist der CPO, also der Charge Point Operator, beziehungsweise der Ladesäulenbetreiber auf Deutsch gesagt. 27% machen das über die Lade-App. Das sagt jetzt auch nichts hier darüber aus, wo ich zum Erfolg komme, aber die meisten rufen eben erstmal den Ladestationsbetreiber an, halte ich auch für sinnvoll. Ganz lustig, deswegen habe ich es hier mal gekringelt unterstrichen, im Jahr 2025 geht man davon aus, dass Servicefälle nur noch unwahrscheinlich sind. Na, da lassen wir uns mal überraschen. Technologischer Trend ist klar, Ladestationen müssen viel bessere Fernwartungsmöglichkeiten haben. So ein Satz wie, da müssen wir erst einen Techniker rausschicken, den will man eigentlich heute nicht mehr hören, weil das bringt mir nichts, wenn der erst 3 Tage kommt, nachdem ich da angerufen habe. So, und dann am Schluss nochmal so eine Zusammenfassung. Das Ladeerlebnis soll halt insgesamt einfach intuitiver, komfortabler sein. Ich muss überall problemlos laden können. Negative Ladeerlebnisse, die gibt es heute noch, die darf es aber in Zukunft nicht mehr geben. Wir wissen alle, wie der Markt für Elektroautos explodiert im Moment. Das muss alles da sein, Überdachung muss da sein, Beleuchtung muss da sein. Ein Unterhaltungsangebot zum Überbrücken der Ladezeit, naja gut, ja, es mag sein, aber in der Regel setzt man sich ja nicht eine Stunde ins Auto und wartet da. Das kann natürlich vielleicht sein, wenn man unterwegs ist auf einer Autobahnraststätte, es regnet draußen und dann bleibt man vielleicht doch lieber im Auto sitzen und bleibt die halbe Stunde dort sitzen. Ja klar, dann wäre ein WLAN ganz schön. Aber was hier unten nochmal steht, das was wirklich essentiell und wichtig ist, ist einfach das Vorhandensein von diesen Schnelllademöglichkeiten. Die sind hier nochmal aufgeführt. Die Bezahlmöglichkeiten, die Steckertypen, all das sind die wichtigsten Kriterien. All das muss vereinheitlicht sein, muss völlig problemlos
Ein weiteres Serviceangebot steigert natürlich den Komfort, das ist klar, Bedachung, Beleuchtung, WLAN haben wir gesagt, aber wichtig ist einfach, es darf nicht mehr sein, dass ich an eine Ladesäule komme, wo ich den Stecker, den ich brauche, nicht finde und dass ich eventuell ein Problem habe, dort zu bezahlen. Das darf nicht sein. Ja, dann nochmal, wie gesagt, hier ganz auf die Schnelle. Ich wollte es auf 20 Minuten begrenzen, dieses Video. Ich habe es fast geschafft. Also, was ist ganz besonders wichtig? Schnelles Laden, Bezahlmöglichkeiten, bestimmte Stecker müssen am Ladeort einfach vorhanden sein. Es kann nicht sein, dass ich an eine Bezahlmöglichkeit komme, die ich noch nie genutzt habe. Da bringt mir alles nichts. Ja, was am wenigsten wichtig ist, ist die WLAN-Nutzungsmöglichkeit. Und im Umgekehrt, was nervt am meisten heute an Ladestationen? Das ist zum Beispiel Punkt Nummer 1, dass der Parkplatz von einem anderen Auto belegt wird, das nicht geladen hat oder das nicht lädt, also Stichpunkt Blockierung, dass der Ladevorgang nicht zu starten war, dass die App die Ladestation gar nicht angezeigt, also in der App die Ladestation als verfügbar angezeigt hat, aber das dann nicht war und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das angucken, wir verlinken diese These nochmal in den Shownotes, schaut einfach nochmal rein. Ich wollte euch einen kurzen Überblick dafür jetzt geben, der war immerhin auch wieder 20 Minuten lang, deswegen mache ich ganz schnell Schluss. Bitte nochmal darum, uns eure Kommentare bitte reinzuschreiben, damit wir einfach mal und Feedback von euch bekommen. Steht ihr hinter diesen Thesen? Gibt es Dinge, die ihr anders seht? Lasst es uns bitte wissen. Wir können dann gerne nochmal darüber diskutieren, entweder in den Kommentaren oder in einer kommenden Live-Sendung. Vielen Dank von meiner Stelle hier an euch fürs Zugucken an diesem Video, bei diesem Video. Und seid so nett, abonniert bitte den Kanal. Das hilft uns einfach sehr. Und wenn ihr informiert werden wollt, ihr wisst, was jetzt kommt, wenn es von uns ein neues Video für euch gibt oder einen spontanen Livestream oder was auch immer, dann aktiviert einfach die Alarmglocke. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie das geht. In dem Sinne sage ich von hier aus mal Tschüss, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.